Also heute geht es um objektorientierte Designprinzipien. Also wir hatten ja bisher uns hauptsächlich die Grundlagen der Programmiersprache Java angeschaut. Also wie sieht die Syntax aus, welche Sprachelemente gibt es, welche Konzepte stecken dahinter. Und was Sie damit machen können, ist, Sie können damit Programme schreiben. Aber die Frage ist dann immer noch, was sind gute Programme? Also wie können Sie Programme schreiben, die eben ein bestimmtes Qualitätsniveau erreichen? Und das, was Sie bisher praktisch können, wenn Sie es vergleichen vielleicht mit Lernen von einer Fremdsprache oder vielleicht Lernen von einem Instrument, dann ist es so, dass Sie jetzt im Grunde genommen die Sprache kennen, aber wenn es jetzt darum geht, zum Beispiel einen Roman oder einen Kriminalroman zu schreiben, dann fehlt Ihnen noch dieses Wissen, wie schreibe ich einen guten Kriminalroman, was macht eine gute Geschichte aus, wie baue ich die auf, dass das eben auch interessant wirkt. Und so im übertragenen Sinne kann man das eben auch jetzt bei der Programmierung so verstehen. Also wenn ich größere Programme schreiben möchte, wie schreibe ich die, dass die Programme gut werden, dass sie gut wartbar sind, dass andere Leute sie gut verstehen können. Und da haben sich eben im Laufe der Jahre verschiedene Prinzipien rausentwickelt, wie gute Programme entwickelt werden. Und einige von diesen Prinzipien werde ich Ihnen heute vorstellen. Zum Teil haben wir die auch schon in der Vorlesung gehabt, aber dann werden wir die hier nochmal ein bisschen vertiefen und anhand von kleineren Beispielen uns nochmal anschauen. Also vier Prinzipien stelle ich Ihnen ein bisschen ausführlicher vor und dann erwähne ich noch ein paar ganz kurz. Also das erste Prinzip, das kennen wir eigentlich schon, Datenkapselung. Was steckt dahinter? Minimiere die Zugriffsmöglichkeiten auf Klassen und Attribute. Und warum soll man das Ganze machen? Also erstmal, Datenkapselung im Englischen ist auch der Begriff außer Encapsulation, auch Information Hiding, also Verstecken von Informationen gebräuchlich. Und das bedeutet, Sie sollten in Ihren Programmen, das wissen Sie ja bereits, möglichst private verwenden für die Attribute und zugehörige Setter- und Getter-Methoden. Also nochmal ein Beispiel, also falls Sie irgendwie eben so ein Geschwindigkeitsattribut in Ihrer Klasse verwenden wollen, dann sollten Sie das nicht als public deklarieren, sondern als private mit entsprechenden Getter- und Setter-Methoden, um darauf zuzugreifen. Und warum macht man das Ganze? Also was sind die Vorteile von der Datenkapselung? Es gibt verschiedene Dinge, die dadurch einfacher möglich werden. Das erste ist, dass wenn Sie zum Beispiel Prüfbedingungen dazufügen wollen in Ihre Klasse, dass das dann mit diesen Zugriff über Setter- und Getter-Methoden einfach möglich ist. Also wenn wir uns anschauen, wenn Sie hier diese SetSpeed-Methode haben und Sie wollen eben bestimmte Überprüfungen noch mit einbauen, ob diese Geschwindigkeit in einem zulässigen Bereich ist. Also Sie setzen hier die Geschwindigkeit, aber das könnte sein, dass die zum Beispiel negativ ist oder nehmen wir an, es wäre jetzt so eine Automobilsteuerungssoftware und da würde irgendwie durch die Software was gesetzt werden, was bedeutet, Ihr Fahrzeug soll jetzt auf einmal 300 fahren, dann wäre das was, was Sie möglicherweise eben prüfen und korrigieren wollen. Und es geht eben durch die Verwendung von Setter- und Getter-Methoden, dass Sie da eben solche Prüfbedingungen einbauen. Wie wäre das ohne Setter-Getter-Methoden und ohne Verwendung von Private? Wenn Sie also Public-Attribute hätten, dann könnte jeder auf diese Attribute beliebig schreiben. Also das heißt, der Benutzer kann ganz beliebig dieses Attribut Speed zum Beispiel verändern, kann da auch negative Werte reinschreiben, kann zu große Werte reinschreiben und Sie haben keine Möglichkeit zu kontrollieren, dass von außen sinnvolle Werte in Ihre Attributen gespeichert werden. Also durch Verwendung von Setter- und Getter-Methoden haben Sie als ersten Vorteil eben die Möglichkeit, Prüfbedingungen dazuzufügen. Und Alternative eben keine Prüfung oder man müsste es eben bei jeder Verwendung von dieser Klasse, wo das Speed-Attribut gesetzt wird, müsste man überprüfen an vielen verschiedenen Stellen, ist es in einem zulässigen Bereich und entsprechend den Wert korrigieren. Okay, also das ist der eine Vorteil. Ein weiterer Vorteil ist, dass wir, wenn wir diese Setter- und Getter-Methoden statt Public-Attributen verwenden, die interne Repräsentation verändern können, ohne dass nach außen hin sich was an der Klasse verändert. Also nehmen wir nochmal das Beispiel von vorher und nehmen wir an, dass Sie ursprünglich in Ihrer Klasse geplant hatten, die Geschwindigkeit in Kilometer pro Stunde zu speichern. Und aus verschiedenen Gründen denken Sie jetzt, dass es doch vielleicht besser wäre, die Geschwindigkeit in Meter pro Sekunde zu speichern.
Das heißt, Sie haben andere Werte dann in Ihrem Speed-Attribut oder die Bedeutung von einem Wert wie 10, der da drin gespeichert ist, ist eben ein anderer. Das bedeutet ja nicht mehr 10 Kilometer pro Stunde, sondern 10 Meter pro Sekunde auf einmal. Und wenn jetzt eben von außen schon bestimmte Klassen schon diese Klasse hier verwenden für die Geschwindigkeit und diese Methode, dann können Sie praktisch keine solche Änderungen mehr durchführen, weil die Attribute eben, wenn die Attribute public sind und einfach die ursprünglichen Annahmen nicht mehr abgeändert werden können. Wenn Sie Setter-Getter-Methoden haben, dann können Sie interne Änderungen an der Klasse vornehmen und eben entsprechend dann die Schnittstelle verändern. Also Sie können diese SetSpeed-Methode zum Beispiel abändern oder Sie können sie modifizieren in zwei Methoden, zum Beispiel SetSpeed in Kilometer oder Kilometers per Hour. Das würde dann hier konvertiert werden in Meter pro Sekunde durch eine Funktion, die Sie schreiben. Und wenn die Geschwindigkeit in Meter pro Sekunde gesetzt wird, dann könnten Sie das direkt hier speichern. Also Sie könnten diese Methode zunehmen und unter Umständen auch noch die ursprüngliche SetSpeed-Methode, wenn das ursprünglich eben in Kilometer pro Stunde war, dann würden Sie eine SetSpeed-Methode haben, die eben dann dieses SetSpeed in Kilometer pro Stunde aufrufen würde. Okay, also zweiter Vorteil, wenn Sie eben den Zugriff auf die Attribute nur über solche Methoden zulassen, dass Sie die interne Repräsentation verändern können oder die Bedeutung von Ihren Daten. Das ging sonst eben auch nicht. Okay, also sieht schon mal ganz gut aus. Also diese Datenkapselung, die hat hier auf jeden Fall schon mal diese zwei Vorteile. Einen dritten Vorteil möchte ich auch noch nennen. Sie können in Ihren Set- und Getter-Methoden beliebige Seiteneffekte ausführen. Was kann man sich da vorstellen bei Seiteneffekten? Wir hatten, sagen wir, so eine Art Prüfung, könnte man sich auch schon, wie wir es im ersten Vorteil gesehen hatten, auch schon als Seiteneffekt vorstellen. Eine andere Möglichkeit wäre, also dass Sie hier in Ihrer SetSpeed-Methode eben nicht nur die Geschwindigkeit verändern, sondern eben solche Seiteneffekte haben. Das eine wäre, das in der letzten Zeile, dass Sie diese Geschwindigkeitsänderungen irgendwie mitprotokollieren wollen, also dass Sie die in einen Log schreiben wollen. Und das ist eben auch eine Sache, die eben mit diesen Setter-Getter-Methoden sehr viel besser geht. Ansonsten müssen Sie eben wieder bei jeder Stelle, wo dieses Speed-Attribut verändert wird, so eine Methode einfügen. Oder wenn Sie irgendwelche abhängigen Objekte haben, die über Geschwindigkeitsänderungen benachrichtigt werden müssen, dann könnten Sie da auch einfach so eine Notify-Observers-Methode machen, wo dann zum Beispiel eben eine Liste von abhängigen Objekten über diese Änderung informiert wird. Also typische Sachen, wo solche Notifications, also Benachrichtigungen auftreten, ist, wenn Sie zum Beispiel eine Benutzeroberfläche haben, in der die Geschwindigkeit angezeigt wird, dann möchten Sie, dass diese Benutzeroberfläche eben grafisch diese Geschwindigkeitsänderung auch wieder mit abbildet, also dass da ein neuer Wert hinter der Benutzeroberfläche erscheint und das könnte dann über so eine Notification eben ablaufen, also dass Sie an die Objekte, die an solchen Änderungen interessiert sind, eine Nachricht schicken, ja, jetzt hat sich an der Geschwindigkeit etwas verändert. Und das geht eben auch über solche Setter- und Getter-Methoden eigentlich erst vernünftig. Ansonsten müssen Sie das eben wieder an verschiedenen Stellen machen. Okay, also hier nochmal, wenn Sie den Zugriff direkt auf die Attribute zulassen würden, dann müsste man sich an jeder Stelle, wo so ein Zugriff eben erfolgt, um die Seiteneffekte kümmern und das kann eben sehr verteilt sein an verschiedenen Programmstellen und es kann auch mal leicht vergessen werden, dass man eben nur an 10 Stellen von 11 diese Änderung wirklich einfügt. Okay, also das erste Designprinzip, Datenkapselung, das kennen Sie im Grunde genommen schon. Jetzt haben wir heute nochmal drei Gründe dafür gehört, warum diese Datenkapselung sinnvoll ist und was man damit so im Programmieralltag alles noch anstellen kann, also wie zum Beispiel diese Seiteneffekte noch mit einarbeiten. Okay, also das Prinzip 1, Datenkapselung. Dann kommen wir auch schon zum zweiten Prinzip und das nennt sich bevorzuge Komposition gegenüber Vererbung. Also Vererbung haben wir in der Vorlesung kennengelernt, den Begriff Komposition so direkt noch nicht. Deshalb möchte ich damit auch beginnen und den Begriff Komposition nochmal kurz erläutern. Das ist im Grunde genommen was ganz Einfaches, was Sie auch schon in Ihrer Programmierpraxis schon die ganze Zeit über gemacht haben. Also Komposition bezeichnet in diesem Zusammenhang die Wiederverwendung durch Zusammensetzen bestehender Objekte zu einem neuen. Und die Funktionalität wird dabei auch noch erweitert.
Also ganz einfach, Sie nehmen bestehende Objekte her und setzen die zusammen zu einem neuen Objekt. Und wie sieht das in der Java-Programmierung aus? Also Sie möchten zum Beispiel ein Objekt für eine Tabelle anlegen und dann haben Sie in diesem Objekt eben Attribute auf andere oder Referenzen auf andere Klassen, zum Beispiel hier Table Data oder hier Graphical Representation. Und diese einfache Sache, dass Sie eben in den Attributen Referenzen auf andere Objekte haben, also auf diese anderen Objekte Bezug nehmen, das nennt sich Komposition. Das heißt, hier innerhalb von einem Table-Objekt haben Sie dann eben eine Kombination von einem Table-Data-Objekt und einem Graphical Representation-Objekt plus eben noch irgendwelche weiteren Dinge für zusätzliche Funktionalität. Also mehrere Objekte zusammensetzen innerhalb von einer neuen Klasse nennt sich Komposition. Und diese Sache, was wir hier sehen, das ist auch was, was wirklich in der Praxis gerne verwendet wird. Also wenn Sie so ein Tabellenobjekt haben, dann möchten Sie eben zum Beispiel die Daten, die in der Tabelle drinstehen, auch noch an anderen Stellen verwenden können und nicht ein Datenmodell haben, was eben nur auf diese Tabellendarstellung geeignet ist. Also Sie könnten da vielleicht ein zweidimensionales Array zum Beispiel verwenden, oder so eine Datenbank angelehnte Darstellung. Und ähnlich für diese grafische Repräsentation, die wollen Sie eben auch möglichst unabhängig von so einem konkreten Table-Objekt haben und deshalb sind es eben hier erstmal als Komponenten innerhalb einem komplexeren Objekt sind die vorgesehen und nicht immer direkt ausprogrammiert, dass Sie jetzt hier direkt so ein Array zum Beispiel reinnehmen, sondern Sie haben das unterstrukturiert in so ein Table-Data und ein Graphical Representation-Objekt. Okay, und was erreichen wir jetzt durch die Komposition? Neue Funktionalität kann man durch Delegation an Komponenten mit implementieren. Das heißt, wenn Sie jetzt hier in dieser Tabelle eine bestimmte Funktionalität haben, zum Beispiel die Daten lesen an Reihe 2, Spalte 4, dann ist das was, was Sie dann eben an Ihr Table-Data-Objekt delegieren würden. Das weiß, woher es die Daten bekommt für die Spalte 2, Reihe 4 oder sowas, also ob die zum Beispiel aus einer Datenbank gelesen werden sollen oder ob die aus einer Datei gelesen werden sollen oder ob die einfach irgendwo im Speicher stehen. Und Ihre Table-Klasse muss sich gar nicht darum kümmern, wie der Zugriff auf diese Daten aussieht, sondern das wird delegiert an dieses Table-Data-Objekt. Also das ist so ein bisschen so die Denkweise dahinter, wenn Sie aus einzelnen Komponenten was Größeres zusammensetzen, dass Sie dann in diesem größeren zusammengesetzten Objekt Teilaufgaben wieder delegieren können an diese Komponentenobjekte, die da drin stecken. Okay, aber das ist was Sie im Grunde genommen bisher auch schon gemacht haben, eben ohne diese Sichtweise vielleicht, dass das eben zur Wiederverwendung dient und dass man eben so eine Strukturierung der Daten und Delegation von Aufgaben an diese Subklassen erreichen kann. Und diese Komposition, das ist noch ein anderer Begriff, wird auch Aggregation manchmal genannt, also dass man bestimmte Teilfunktionalitäten, die eben in solchen Objekten drinstecken, aggregiert zu einer Gesamtfunktionalität. Okay, und wenn Sie sich jetzt daran erinnern, auf der letzten Folie hatten wir dieses Designprinzip gesehen, dass man Komposition bevorzugen soll im Vergleich zu Vererbung. Und warum ist das der Fall? Das schauen wir uns jetzt mal erstmal anhand von einer Übersicht von den Vor- und Nachteilen an und dann danach an einem Beispiel. Also was sind die Vorteile und die Nachteile der Komposition? Wenn Sie diese Komposition verwenden im Vergleich zur Vererbung, haben Sie im Normalfall Zugriff auf diese Teilkomponenten, die erfolgt im Normalfall über Interfaces. Also Sie haben da nicht ein Objekt direkt dann reingesetzt, also das, wenn Sie dringend dieses Table Data zum Beispiel, das wäre im Normalfall ein Interface. Also das ist auch wieder die bessere Programmierpraxis, dass Sie Interfaces an dieser Stelle verwenden. Und das heißt, auf diese Teilkomponenten wird dann über ein Interface zugegriffen und das erlaubt auch so eine Wiederverwendung, die Blackbox-Wiederverwendung genannt wird. Und warum Blackbox? Also das ist wie so eine Kiste, wo Sie eben nicht reinsehen, was in dieser Kiste passiert, sondern Sie haben eben nur die Schnittstellen, also wie Sie praktisch diese Blackbox bedienen und was praktisch in den Daten reinstecken müssen, was es da von Funktionalität gibt, was Sie damit rausbekommen. Aber die Details, wie diese Komponente intern funktioniert, müssen Sie gar nicht wissen. Also wenn Sie wieder an dieses Table Data oder dieses Tabellenbeispiel denken, Table Data, das war irgendwie so dieser
Programmteil oder diese Teilkomponente, die irgendwie den Zugriff auf die eigentlichen Tabellendaten ermöglicht. Und wenn das jetzt zum Beispiel die Funktionalität eben Zugriff auf eine Datenbank wäre, dann müssten Sie nicht wissen, wie diese Datenbankanbindung genau programmiert ist, sondern Sie verwenden einfach die Schnittstelle dieses Table Data Objekts. Und Sie können deshalb diese Schnittstelle eben wie eine Blackbox verwenden, ohne zu wissen, wie die genau intern abläuft. Gut, durch diese Komposition kriegt man auch eine bessere Datenkapselung, wenn man eben durch diese Verwendung von den Interfaces weniger Implementierungsabhängigkeiten hat. Also das heißt, wenn Sie jetzt zum Beispiel diese Table-Data-Komponente austauschen wollen gegen eine, die aus einer Datei oder übers Netzwerk zum Beispiel irgendwelche Sachen liest, dann können Sie das relativ einfach machen, weil das Interface ja gleich bleibt. Und was man auch erreicht im Vergleich dazu, dass jetzt eben alle Funktionalität gemeinsam in eine Klasse stecken, ist eine bessere Strukturierung der Klasse und jede Klasse konzentriert sich auf genau eine Aufgabe. Also Sie können eben eine Klasse haben, die konzentriert sich auf die Datenbereitstellung und eine andere Klasse konzentriert sich auf die grafische Darstellung und Sie packen das eben nicht alles gemeinsam in eine Klasse rein, die sehr viele verschiedene Funktionalitätsaspekte gleichzeitig bereitstellt, sondern Sie teilen das auf in Unteraspekte, sodass jede Klasse genau für eine Aufgabe zuständig ist. Also zum Beispiel grafische Darstellung, eine Aufgabe, Daten irgendwo her abholen, die andere Aufgabe und eben nicht alles in eine Klasse programmiert. Ein weiterer Vorteil ist, dass Sie diese bei Komposition diese Bestandteile, also die Komponenten auch zur Laufzeit austauschen können. Also wenn Sie jetzt zur Laufzeit zum Beispiel feststellen, Sie wollen nicht mehr den Datenbankzugriff haben, sondern Sie wollen eben, was ich übers Internet auf XML-Daten zum Beispiel zugreifen, dann können Sie das zur Laufzeit verändern, indem Sie eben diese Objektreferenz Table Data ändern auf eine andere Referenz, die eben auf so ein Objekt zeigt, was Ihnen Internetzugriff auf XML-Daten ermöglicht. Okay, also das sind Dinge, die durch Komposition besser funktionieren als im Vergleich zu Vererbung. Aber wie gesagt, das sehen wir nachher noch deutlich an einem Beispiel. Was sind die Nachteile von Komposition? Man benötigt typischerweise mehr Objekte. Dadurch, dass Sie zum Beispiel diese Funktionalität aufteilen auf mehrere Teilklassen, dadurch, dass Sie Interfaces einfügen in den Schnittstellen, haben Sie mehr Objekte. Und die andere Sache ist, dass Sie diese Interfaces sehr sauber definieren müssen. Das sind praktisch die Dinge, die die Kopplung von Ihren Objekten ermöglichen. Und im Normalfall nimmt man auch an, dass die Interfaces das Stabilere sind, also dass ein Interface sich sehr viel seltener verändert als eine Implementierung. Und dass die Lebensdauer von so einem Interface damit eben auch länger ist. Und deshalb sollten Sie auch dann darauf achten, dass ein Interface eben möglichst sauber definiert ist, dass Sie da möglichst wenig Änderungen an einem Interface benötigen. Okay, vergleichen wir das mal. Also das war Komposition auf der einen Seite. Und jetzt andererseits, was man in vielen Fällen eben auch machen kann statt Komposition, ist, dass man Vererbung verwendet. Und bei Vererbung wird die Wiederverwendung dadurch erreicht, dass Sie die Implementierung eines bereits bestehenden Objekts oder bestehenden Klasse erweitern. Also Sie haben Ihre Basisklasse, wollen zusätzliche Funktionalität und fügen dann zur Implementierung der Basisklasse über diesen Vererbungsmechanismus eben zusätzliche Funktionalität dazu. Man kann das dann auch andersrum sehen, also dass Sie praktisch, wenn Sie von Ihrer abgeleiteten Klasse anfangen, von der spezielleren Funktionalität und Sie stellen, das ist auch was in der Praxis häufig passiert, fest, dass ein Teil von dieser Funktionalität ähnlich nochmal irgendwo anders auftritt, dann versuchen Sie, die gemeinsame Funktionalität auszulagern in eine Oberklasse. Okay, also Oberklasse enthält dann die gemeinsame Funktionalität und die abgeleiteten Klassen sind was Spezielleres. Also denken Sie vielleicht an das Beispiel von früher von der Vererbung, da hatten wir diese Lebewesen-Klassenhierarchie und vielleicht fangen Sie an zu programmieren und brauchen in Ihrem Programmbeispiel nur eine Klasse für Säugetiere und fangen an, diese zu programmieren. Und dann später stellen Sie fest, Sie würden gern was Allgemeineres haben, wo Sie eben auch andere Tiere als Säugetiere drin behandeln können. Und dann würden Sie im Nachhinein so eine neue Basisklasse oder eine Oberklasse dazufügen, die eben so eine generelle
Animal- oder Tier-Oberklasse wäre. Das ist etwas, was auch in der Praxis häufig so ist. Und dann lagert man eben in diese Oberklasse die gemeinsame Funktionalität aus und in den abgeleiteten spezielleren Klassen ist eben nur noch das vorhanden, was eben die speziellere Funktionalität ausmacht. Okay. Also einmal die Sichtweise Oberklasse lagert gemeinsame Funktionalität aus oder andersrum die abgeleiteten Klassen erweitern die Basisfunktionalität um zusätzliche Methoden und Attribute. Also das ist auch nichts Neues eigentlich für Sie, sondern für uns nochmal ein bisschen andere Sichtweise. Was sind die Vor- und Nachteile von Vererbung? Die Vorteile sind, dass die Implementierung der abgeleiteten Klasse relativ einfach ist, weil das meiste eben vererbt wird von der Basisklasse. Das müssen Sie nicht nochmal programmieren, sondern das ist bereits vorhanden. Und die Basisklasse, die kann relativ leicht modifiziert oder erweitert werden, indem man eben Dinge von dieser Basisklasse ableitet. Was sind die Nachteile? Also am Anfang denken wir vielleicht, ja, Vererbung, das ist eine schöne Sache, da kann man sehr viel damit anfangen. Das war historisch auch so, dass dieses Vererbungskonzept sehr stark im Vordergrund gestanden hat bei vielen Programmiersprachen, also vielleicht noch mehr in Vorgängern von Java, wie C++ zum Beispiel. Man hat dann aber später festgestellt, dass diese Vererbung eben auch Nachteile hat und dass es manchmal gar nicht so gut ist, sie zu verwenden. Und ein großes Problem ist, dass man durch die Vererbung eine relativ schlechte oder keine Datenkapselung hat. Und wieso ist das der Fall? Die abgeleiteten Klassen, die können eben die ganze Funktionalität von ihrer Basisklasse mitverwenden. Das heißt, die haben häufig auch Zugriff eben auf die Attribute und können deshalb eben auf Implementierungsdetails Bezug nehmen von der Oberklasse. Und dadurch, dass eben diese abgeleiteten Klassen sehr viel mehr Rechte haben als eine komplett unabhängige Klasse, hat man da auch eine sehr viel stärkere Bindung zwischen abgeleiteten Oberklasse und dadurch eben auch eine schlechtere Datenkapselung. Whitebox-Wiederverwendung ist es in dem Fall, also Sie wissen im Normalfall, wie genau implementiert Ihre Basisklasse bestehende Funktionalität, wenn Sie die erweitern. Sie haben eben im Normalfall die gesamte oder Dinge der Basisklasse auch die Implementierungsdetails sichtbar in den abgeleiteten Klassen. Und ein großes Problem dabei ist, wenn Sie jetzt, sagen wir, Sie haben angefangen mit einer Basisklasse und haben da im Laufe der Zeit 10 Klassen davon abgeleitet. Und dann stellen Sie fest, dass Ihre Basisklasse Änderungen benötigt. Also möglicherweise war da irgendein Fehler drin, den Sie korrigieren müssen. Oder Sie wollen eben irgendwas an der Funktionalität Ihrer Basisklasse verändern. Dann haben Sie das Problem, dass eben an diesen abgeleiteten Klassen unter Umständen Änderungen auch notwendig werden dadurch. Also Sie ändern was an Ihrer Basisklasse mit der gemeinsamen Funktionalität. Die abgeleiteten Klassen, die da ja auf diese Implementierung zugreifen und auch die Details kennen können, die müssen dann unter Umständen eben entsprechend angepasst werden. Und das kann ein sehr großer Änderungsaufwand bedeuten, wenn Sie eben viele Klassen schon als abgeleitete Klassen dazu programmiert haben. Und ein Nachteil ist auch, dass die Implementierungen, diese abgeleiteten Implementierungen in der abgeleiteten Klasse, dass die zur Laufzeit nicht verändert werden können. Das heißt, sie können nicht irgendwie die Basisklasse austauschen gegen irgendwas anderes, sondern die ist durch diese Ableitungsbeziehung festgelegt. Also diese Beziehung zwischen abgeleiteter Klasse und Basisklasse ist fix. Sie können nicht zur Laufzeit die Basisklasse austauschen durch eine andere Basisklasse. Okay, also das sind die Vor- und Nachteile von Vererbung. Und also wie gesagt, im Normalfall ist es so, dass Sie besser Komposition verwenden statt Vererbung und aus den hier genannten Gründen. Und das schauen wir uns jetzt auch nochmal ein Beispiel an, wie das aussieht. Und das Beispiel soll das folgende sein. Also wir hatten uns in der letzten Vorlesung ja diese Collection Framework von Java angeschaut. Da gab es auch Datenstrukturen für Mengen zum Beispiel. Und so eine Mengenimplementierung, die nennt sich Hashset, also da wird über so einen sogenannten Hashcode, wird da eben praktisch so ein Fingerabdruck berechnet von jedem Element und über diesen Fingerabdruck kann man relativ schnell überprüfen, ob ein Element schon in dieser Menge vorhanden ist oder nicht. Also damit sind solche Tests wie, ist ein Element bereits enthalten in der Menge, sehr schnell möglich. Okay, also diese Hashset-Klasse, die wollen wir jetzt erweitern.
Und zwar wollen wir die so erweitern, dass die eine zusätzliche Funktionalität bekommt. Und diese Zusatzfunktionalität soll eben sein, dass sie zählt, wie viele Elemente in den Hashset eingefügt wurden. Und wie können wir das machen? Wir können zum Beispiel das mit Vererbung machen. Also wir leiten eine Klasse von Hashset ab und fügen durch dieses Ableiten eben diese zusätzliche Funktionalität dazu, zählen, wie oft Einfügeoperationen erfolgen. Also wie können wir das machen? Wir haben hier unsere abgeleitete Klasse, die von Hashset abgeleitet ist. Also die nennt sich jetzt hier Instrumented Hashset, also instrumentiert, da wird praktisch was hinzugefügt. Und was haben wir? Erstmal ist es ein Attribut, das uns zählt, wie oft Dinge eingefügt wurden in diese Menge. Dann haben wir hier verschiedene Konstruktoren. Einmal, wenn wir aus einer anderen Collection so ein Hashset aufbauen, wie implementieren wir das? Da können wir einfach den Konstruktor von der Basisklasse von Hashset aufrufen. Dann gibt es noch einen zweiten Konstruktor, das ist was Hashset-spezifisches, wo so eine initiale Kapazität der Menge, also wie viele Elemente erwarten Sie, die da drin gespeichert werden sollen, drin vorhanden, mit übergeben wird im Konstruktor und so ein sogenannter Load-Factor. Also wie, das hängt auch mit Hash-Tabellen wieder zusammen, also wie dicht die praktisch belegt sein dürfen, aber die Details sind im Grunde gar nicht wichtig, sondern auch wieder, dass man eben hier den Konstruktor von der Superklasse einfach aufrufen kann, um das zu initialisieren. Also das ist alles relativ einfach. Dann die Funktionalität hinzufügen, also wir wollen ja zählen, wie oft eine Einfügeoperation erfolgt ist, also würden wir hier eben diese Methode add von der Basisklasse, also vom Hashset überschreiben mit unserer eigenen Methode. Und was macht diese überschriebene Methode? Die zählt diesen Einfügezähler 1 hoch und muss ansonsten nicht viel mehr machen. Sie ruft dann danach von der Superklasse, also vom Hashset, die Add-Methode auf und damit ist es fertig. Also das ist diese eine Stelle. Dann, wenn wir schauen, was müssen wir noch verändern? Eingefügt wird auch noch in AddAll. Durch AddAll wird dieser Menge alle Elemente zugefügt, die in dieser Collection C enthalten sind. Also die kann auch wieder mehrere Elemente umfassen. Was machen wir? Wir zählen diesen Add-Count hoch, und zwar um so viel, wie groß diese Collection dazu neu hinzuzufügende Elemente ist, und rufen dann diese Add-All-Methode der Oberklasse, also vom Hashset, wieder direkt auf. Und dann haben wir hier noch so eine Methode, mit der wir den aktuellen Stand abfragen können, wie viele Einfügeoperationen vorgenommen wurden. Okay, das sieht doch ganz gut aus soweit. Dann schauen wir mal, wenn wir diese Klasse mal testen wollen. Dann schreiben wir eine Testfunktion dazu oder sagen wir ein Hauptprogramm. Was macht das? Das legt uns so ein neues Instrumented Hashset an und fügt dann in dieses Hashset Dinge ein. Also hier sollen es 3 Elemente sein, hier 3 Strings, die da eingefügt werden. Die werden hier erstmal in einem Array gespeichert, dann wird das mit Arrays as List in eine Collection Unterklasse überführt und dann können wir die eben mit diesem AddAll dazufügen. Und dann lassen wir uns am Schluss ausgeben, was der AddCount ist. Also das sieht auch noch ganz gut aus. Jetzt ist die Frage, was erwarten Sie, was passiert? Also wenn man diese Main-Methode ausführt, wir fügen 3 Elemente dazu, das heißt, wir würden erwarten, dass dieser AddCount jetzt danach 3 ist, das heißt, dass dieses Hauptprogramm 3 ausgibt. Wenn Sie das laufen lassen, das Programm, werden Sie feststellen, dass die Ausgabe nicht 3 ist, sondern 6 und nicht das erwartete 3. Und warum denken Sie, ist das der Fall? Also was ist hier passiert? Also eigentlich hat das alles ganz gut ausgesehen. Wir haben diese Klasse abgeleitet. Wir haben die Methoden überschrieben zum Dazufügen des Add und AddAll. Aber irgendwie funktioniert das Ganze nicht so, wie wir uns das vorgestellt hatten. Es kommt da trotzdem das Falsche raus. Hier haben wir eine Vermutung, woran das liegen könnte? Genau, ja, das ist genau richtig. Ich weiß gar nicht, ob Sie es vermutet hatten jetzt oder ob Sie es wissen. Genau, das ist so, dass in der Implementierung von der Add-All-Methode von Hashset wird für jedes Element, das Sie eben einfügen wollen, also Add-All fügt ja mehrere ein, wird die Add-Methode aufgerufen. Und das heißt, wenn Sie jetzt nochmal die Implementierung sich anschauen, die wir da hatten, also bei AddAll
zählen wir eben die Größe der Collection dazu. Und bei Add haben wir auch nochmal dazu gezählt. Wenn jetzt Add All jeweils immer Add aufruft, wird jedes Element praktisch doppelt gezählt. Einmal wird bei Add All alle Elemente zugezählt und dann bei Add nochmal. Das heißt, das Verhalten, das passt nicht so, wie wir es uns gedacht hatten. Und was ist das Problem jetzt hier, was da dahinter steckt, warum das nicht so funktioniert hat? Problem ist, dass wir irgendwelche Annahmen gemacht haben, wie die Implementierung aussieht, dass dieses Add-All und die Add-Methoden, dass die unabhängig voneinander sind. Das ist aber in der Implementierung nicht der Fall, sondern diese Implementierungen, diese beiden Methoden, Add-All und Add, sind eben abhängig voneinander. Und das heißt, hier haben wir jetzt das Problem gehabt, dass wir eben an diesem Implementierungsdetail von dem praktisch hier von der richtigen Lösung abgehalten wurden. Also die Methode addAll, die ruft intern die add-Methode auf und dann werden die Elemente eben doppelt gezählt. Und wie gesagt, das ist eben so ein Implementierungsdetail, was wir eben durch das Ableiten mit berücksichtigen müssen. Und also wir könnten jetzt versuchen, das zu korrigieren, indem man eben bei der addAll-Methode, oder was würden Sie machen, wenn Sie das korrigieren wollten? Also bisher haben wir bei Add jeweils dazugezählte Elemente. Wir wissen, bei Add All haben wir auch dazugezählt. Wir wissen jetzt aber, Add All ruft intern diese Add-Methode auf. Also was könnte man dann machen, um den Fehler mit dem falschen Zählen zu beheben? Ja. Bitte? Genau, man könnte nur bei Add zählen. Und diese bei Add All, wissen wir, das müssen wir gar nicht zählen, weil das wird ja sowieso dann intern an der anderen Stelle mitgezählt. Okay, dann wird das Programm hier funktionieren, dann wird man hier wirklich die Ausgabe 3 bekommen. Aber jetzt könnte es passieren, dass sich an dieser Hashset-Implementierung irgendwas verändert und dass eben in Hashset, in der neuen Version, eben diese Abhängigkeit nicht mehr vorhanden ist. Das heißt, dass addAll eben jetzt nicht mehr die Add-Methode aufruft, sondern irgendwie intern vielleicht direkt drauf zugreift. Und dann hätten wir wieder ein Problem, weil dann eben diese addAll-Methode jetzt nicht mehr richtig zählen würde. Also dann würden wir bei diesem Add-All-Ausgabe, oder wo haben wir das hier, wenn wir das Add-All aufrufen, nach dieser Modifikation, die wir uns gerade überlegt hatten, würden wir hier eine 0 als Ausgabe bekommen. Also wäre wiederum falsch. Und das heißt, wir sind eben sehr stark abhängig von den Details der Implementierung der Basisklasse. Und das ist eben ein gewisses Problem hier. Das heißt, Sie haben diese enge Kopplung von Basisklasse und abgeleiteter Klasse und Änderungen an der Basisklasse können eben Änderungen an den abgeleiteten Klassen mit erforderlich machen. Ja. Genau, wir können mal kurz drauf schauen dann. Welchen Stand meinen Sie jetzt? Also mit dieser Änderung, wenn wir hier okay, sagen Sie es vielleicht nochmal, genau, ich habe es akustisch gerade nicht ganz verstanden, genau. Okay, genau, also das stimmt, das wäre noch eine andere Alternative, wie man das beheben könnte. Also man könnte natürlich auch sagen, hier in dieser Add-All-Methode, ich verlasse mich gar nicht drauf, was denn jetzt diese Add-All-Methode der Basisklasse macht, sondern ich programmiere hier praktisch diese Add-All-Methode von Hand nach und rufe eben hier in der Schleife zum Beispiel einfach das Add auf. Dann weiß ich auf jeden Fall, diese Abhängigkeit gibt es nicht mehr dann. Das wäre auch eine Möglichkeit, das zu lösen, aber Sie müssen dann hier eben im Grunde genommen Funktionalität nachprogrammieren, die schon in der Basisbibliothek oder in dieser Basisklasse vorhanden ist. Und das kann bei dem Beispiel noch relativ einfach möglich sein, wenn da jetzt aber ein sehr komplexer Algorithmus zum Beispiel dahinter stecken würde, dann wäre es eben relativ aufwendig, das Ganze nochmal nachzuimplementieren. Aber Sie haben in dem Fall jetzt im Prinzip recht. Aber das eigentliche Problem, das Hauptproblem ist eben wirklich, dass man eben diese Abhängigkeit hat von der Implementierung der Basisklasse. Und wenn an der Basisklasse Änderungen vorgenommen werden, dass ich das eben auch auf die abgeleiteten Klassen auswenden kann. Okay, aber das ist richtig, das wäre eine Möglichkeit, das zu beheben, wie Sie gesagt haben jetzt. Genau. Oder zumindest bei diesem einen Stand, also bei zukünftigen Änderungen weiß man dann nie, wie diese Dinge sich dann, wie das dann weiter aussieht. Okay, also das hat man gesehen, also das ist in dem Fall jetzt nicht so gut.
Also wir haben da Nachteile durch diese hohe Abhängigkeit bei der Vererbung. Schauen wir uns jetzt mal dazu im Vergleich an, wie das bei Komposition aussieht. Wie würden wir das dann machen? Bei Komposition haben wir gesagt, da nehmen wir einfach, und statt dieser Basisklasse haben wir ein Objekt oder setzen wir mehrere Objekte zusammen. Und das ist hier relativ einfach, also da setzen wir gar nicht arg viel zusammen, sondern wir haben hier einfach diese Menge jetzt als Attribut und nicht mehr davon abgeleitet. Und stattdessen sagen wir hier oben noch, dass uns eine neue Implementierung, die soll jetzt dieses Set-Interface implementieren. Also dadurch ist das hier auch wieder ein Set. Aber intern, also ist eben nicht mehr abgeleitet, sondern implementiert noch dieses Set-Interface. Und intern wird eben als eine Komponente mit einer Teilfunktionalität für unsere einfügezählende Menge, wird eine Menge hier verwendet. Und man könnte sagen, die andere Komponente ist eben dieser Zähler, der ist hier relativ einfach. Und wie sieht dann die Implementierung aus? Wir haben einen Konstruktor, der initialisiert einfach diese Menge hier drin. Der Zähler ist schon auf 0 gesetzt. Das Add sieht so aus, dass wir den Zähler 1 hochsetzen und dann eben nicht auf unserer Basisklasse die Add-Methode aufrufen, sondern auf unserem Attribut diese Add-Methode aufrufen. Genauso bei AddAll gehen wir auch hoch und rufen auf der Basisklasse wieder das AddAll auf. Und dann haben wir hier unten dieses GetAddCount. Und was ist jetzt der Vorteil von dieser Methode? Also wenn wir uns nochmal das Beispiel überlegen, wir fügen drei Elemente ein mit AddAll, hatten wir vorher die Abhängigkeit zwischen Add und AddAll, die eben in der Implementierung besteht. Hier ist es jetzt so, dass diese Abhängigkeit keine Rolle mehr spielt, weil wir einfach einmal hier davor zählen und dann rufen wir diese AddAll-Methode eben nicht in der Basisklasse auf, sondern hier auf unserem Attribut, und da wird dann eben diese Originalmethode AddAll verwendet und nicht diese überschriebene, die wir eben im vorherigen Beispiel ja hatten, dass wir in unserer abgeleiteten Klasse Add und AddAll überschrieben haben und dann eben, wenn wir hier innerhalb von AddAll Add aufrufen, eben diese überschriebene Add-Methode aufgerufen wird. Das ist was jetzt hier nicht mehr passiert, sondern hier haben wir das wirklich jetzt entkoppelt und sie rufen einfach hier die Methode mit der Original- oder Ursprungsfunktionalität auf. Und damit ist es eben entkoppelt. Also damit haben Sie eben nicht mehr diese Abhängigkeit von der Implementierung, sondern verwenden nur noch die Dinge, die über die Schnittstelle eben spezifiziert sind. Ist das klar, die beiden Varianten, die wir hier haben? Also einmal eben abgeleitet von der Implementierung und beim anderen ist es haben wir eine Komponente innerhalb von unserem Objekt, also ein Attribut, wo diese Funktionalität, die wir wiederverwenden wollen, drin enthalten ist. Also ableiten versus Attribut, wo eben diese Komponente drin steckt. Okay. Gut, gibt es gerade keine Fragen dazu. Das Ganze hat jetzt aber noch einen kleinen Nachteil. Also hier oben haben wir geschrieben Implement Set. Das heißt, wir müssen jetzt hier in unserer Klasse alle das gesamte Set-Interface, die gesamte Set-Schnittstelle implementieren und irgendwelche Methoden zur Verfügung stellen. Das heißt, da reicht nicht nur das, was wir hier sehen, sondern wir müssen alle anderen Methoden im Set-Interface auch irgendwie implementieren. Und das führt dann zu sowas hier, dass wir das praktisch alles durchreichen müssen an unsere Komponente. Also das sind die anderen Methoden von dem Set-Interface. Da gibt es Clear Contains und eine ganze Reihe von anderen Sachen. Und was müssen wir damit machen, um das Set-Interface zu implementieren? Wir brauchen eben irgendeine Funktionalität, die da passiert. Und es wird immer einfach nur weitergeleitet an an unser Attribut S, also das eigentliche Set. Das ist jetzt dann auch diese Delegation, von der vorher die Rede war. Das heißt, diese ganze Funktionalität wird jetzt nicht selber praktisch von der Klasse implementiert oder nur ganz einfach, aber die eigentliche Funktionalität wird delegiert an dieses Set-Objekt, an diese Set-Komponente. Also Contains zum Beispiel behandeln wir nicht selber, sondern wir rufen auf dieser Set-Komponente einfach das Contains entsprechend auf. Also schön, wir haben es delegiert, aber Sie sehen eben den Nachteil, wir müssen diese ganzen Methoden alle eben implementieren oder für diese ganzen Interface-Methoden war eine relativ einfache, aber eben doch eine Implementierung bereitstellen. Und beim Überschreiben oder wenn Sie eben eine abgeleitete Klasse gemacht haben, dann ist das nicht der Fall. Sie müssen nicht alle Methoden überschreiben, sondern nur die, die eine neue Funktionalität bekommen sollen. Und alle anderen konnten Sie lassen, wie es war.
Okay, also der Vorteil hier jetzt von Komposition, den wir nochmal gesehen haben, ist, dass wir eben eine Entkopplung haben von der Implementierung der Basisklasse oder von dieser Basisfunktionalität Menge, dass wir aber gleichzeitig den Nachteil haben, dass wir hier doch einiges eben an Interface-Methoden zur Delegation noch nachprogrammieren müssen. Okay, also was haben wir gesehen? Auch noch diese Klasse implementierte Set-Interface, das ist einerseits gut, weil das eben über den Interface wir auch eine losere Kopplung nochmal haben. Wir verwenden jetzt eben nicht mehr das Hash-Set, sondern wir können jetzt beliebige Set-Implementierungen an dieser Stelle verwenden, die das Interface implementieren. Und dadurch wird das Ganze sehr flexibel. Der Nachteil ist eben, dass wir diese ganzen Interface-Methoden alle implementieren müssen. Wenn auch relativ einfach, aber wir müssen sie implementieren. Okay, Vorteil, dass wir jetzt vom Set-Interface abhängen, ist, dass wir diese Zählfunktionalität sehr einfach bei verschiedenen Set-Klassen eben anwenden, Set-Implementierungen anwenden können. Also wir können zum Beispiel so ein Tree-Set uns bilden und dann so ein Instrument-Set draus machen, was zählt, indem wir einfach diesen Konstruktor so aufrufen, dann funktioniert das mit einem Tree-Set. Wir können genauso ein Hash-Set verwenden und unsere ursprünglich abgeleitete Klasse, die konnte eben nur mit dieser Klasse arbeiten, von der sie abgeleitet war, also zum Beispiel mit einem Hash-Set, aber nicht mit einem Tree-Set. Für ein Tree-Set hätten wir das Ganze dann nochmal implementieren müssen. Also hier eben der Vorteil, dass es flexibler ist, dass wir beliebige Klassen, die diese Basis-Set-Funktionalität zur Verfügung stellen, reinstecken können und dann diese Zählfunktionalität oben drauf setzen. Okay, und deshalb eben, also Komposition ist in fast allen Fällen das, was zu bevorzugen ist, gerade wenn man eben so eine nicht so eine Erweiterung hat, dass es sich bei der ableitenden Klasse um einen Spezialfall von der Basisklasse handelt, sondern wenn es neue Funktionalität zugefügt wird und nicht ein Spezialfall, der sich davon handelt. Also hier in dem Beispiel nochmal, wenn wir eben so zählen auf einer Menge, dann ist das keine spezielle Art von Liste, sondern es ist eben eine zusätzliche Funktionalität, die hier dazukommt, und sobald man zusätzliche Funktionalität hat und nicht eine spezielle Variante von Basisklasse, dann sollte man eben diese Komposition verwenden. Okay, also das heißt, wenn Sie irgendwo mal vorstehen, sich zu überlegen, sollen Sie von der Klasse was ableiten, dann prüfen Sie auch noch am besten, ob Komposition nicht das Bessere wäre. Also das heißt, wenn Sie einfach ein Attribut von dieser Basisfunktionalität mit in Ihre Klasse reinnehmen. Okay, das war das Designprinzip 2, was sich eben im Laufe der Zeit bewährt hat, dass man eben so programmiert, dass man eben Komposition besser verwendet statt Ableitung oder Vererbung. Und jetzt kommen wir dann auch schon zum dritten Prinzip. Oder gibt es hier gerade noch Fragen dazu? Oder irgendwelche Beobachtungen aus Ihrem Programmieralltag? Ah, hier oben, ja. Ja, genau, das ist eben dieses dynamische Binden, was in Java passiert, dass erstmal diese, genau, obwohl man diese Basisklasse aufruft, wenn dann irgendwo in dieser Methode von der Superklasse eben so ein Add-Aufruf wieder vorhanden wird, wird dann eben zur Laufzeit genau zu diesem Zeitpunkt geprüft, was ist denn jetzt dieses Referenzobjekt, auf dem die Add-Methode aufgerufen wird. Und dabei handelt es sich natürlich immer noch um so eine erweiterte Klasse und deshalb wird auch wieder diese erweiterte Funktionalität aufgerufen. Also es hängt mit diesem dynamischen Binden zusammen. Das ist eine Funktionalität, die häufig passt. In dem Beispiel hätten wir es vielleicht gerne anders, aber da haben Sie eben keine Möglichkeit, das anders zu steuern, dass da auf diese Basisfunktionalität der Oberklasse zugegriffen wird. Okay. Sonst noch Fragen? Okay, gut, also das war das zweite Entwurfsprinzip. Dann schauen wir uns das, also erstes Prinzip Datenkapselung, zweites Prinzip Komposition bevorzugen im Vergleich zur Vererbung. Und das dritte Prinzip, das nennt sich Programmiere gegen Schnittstellen und nicht gegen eine Implementierung. Also im Englischen Program against Interfaces and not against Implementations. Und dieses gegen, oder das hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, oder was bedeutet das denn überhaupt? Programmiere gegen eine Schnittstelle und nicht gegen eine Implementierung.
Damals, oder ja, ich sage es vielleicht so noch kurz dazu, also Programmieren gegen eine Schnittstelle bedeutet, dass Sie eben als Bezugsobjekt, wenn Sie Funktionalität verwenden wollen, am besten eben ein Interface verwenden, also eine Schnittstelle und nicht konkret eine Implementierung. Also wir hatten das vorher oder gerade gesehen, dass wir bei dieser zweiten Variante mit Komposition von dieser Menge mit zusätzlicher Zählfunktionalität, dass wir da eben das Interface verwendet hatten und nicht eine Implementierung. Und das ist was, was eben im Allgemeinen vorzieht. Also schauen wir uns vielleicht nochmal kurz an. War das auf dieser Folie? Nee. Hier, genau. Also hier an dieser Stelle, da hatten wir jetzt eben das Interface-Set verwendet und nicht eine konkrete Implementierung wie so ein Tree-Set oder Hash-Set. Und hier oben hat man auch eben gesagt, das Neue soll jetzt auch wieder Set implementieren. Also hier hat man wenig Möglichkeiten, aber hier bei diesem Attribut, da haben wir uns jetzt an dieser Stelle eben für ein Interface entschieden und nicht für eine konkrete Implementierung. Und das ist das, was man auch eben bezeichnet, programmiere gegen ein Interface, bedeutet, dass Sie eben hier an diesen Stellen am besten Interfaces verwenden und keine konkreten Implementierungen. Okay. Also programmiere gegen Schnittstellen, nicht gegen eine Implementierung. Was sind die Vorteile davon dann? Also in Ihrer Klasse, die so ein Interface verwendet statt einer konkreten Implementierung, die muss nicht die Details der Implementierung kennen. Also man kann einfach nur die Interface-Funktionalität kennen, braucht sonst nichts. Also diese Verwender, die werden zum Teil auch als Clients bezeichnet, also als Kunden praktisch. Also die sind dann im letzten Beispiel eben Kunde oder Verwender dieses Set-Interfaces gewesen und müssen nicht wissen, wie dieses Set-Interface jetzt eben konkret in einem Treeset zum Beispiel implementiert ist. Und der Vorteil ist, dass Sie dann eben einfacher diese Objekte gegeneinander austauschen können, zum Beispiel ein Treeset gegen ein Hashset, weil Sie eben keine Annahmen über die Implementierung gemacht haben, sondern nur die Schnittstelle verwenden. Und das sind jetzt noch so ein paar, wie man es auch noch sagen kann, ist, dass diese Objektverbindung dann eben nicht mehr fest verdrahtet ist, also es ist nicht mehr fest in Ihrem Programm drin, dass jetzt ein Hashset verwendet wird, sondern eben allgemeinere Dinge verwendet werden können. Und dadurch verbessert sich dann im Normalfall auch die Wiederverwendung. Also sowohl von Ihrer Ableitungsklasse oder Ihrem Client, weil der eben auch mit anderen Sets dann arbeiten kann, hatten wir ja gesehen, also dass dieses Instrumented-Set, dass das eben auch mit ganz anderen Mengenimplementierungen noch umgehen kann. Und dadurch wird eben die Wiederverwertbarkeit verbessert. Sie müssen jetzt nicht für ein Treeset und ein Hashset unterschiedliche Dinge implementieren. Nachteil ist, dass die Designkomplexität etwas höher wird. Sie müssen eben diese Interfaces noch zusätzlich praktisch dazwischen schieben. Also statt jetzt eben an dieser Stelle, wo Sie so ein Set verwenden wollen, ich meine, Sie hätten jetzt selber sowas programmiert, selber so ein Hashset, dann würden Sie eben nicht dieses Hashset hier direkt verwenden, sondern Sie würden nochmal eine Zwischenschicht einziehen, was eben dieses Interface ist. Und dadurch wird das Design etwas komplexer. Gut, schauen wir uns das auch nochmal an, warum ein Interface gut ist und wie das allgemein verwendet werden kann. Wir haben so eine Situation, wo wir in irgendwelchen Fahrzeugen oder die Funktionalität, die diese bereitstellen, eben passen wollen in dem Interface. Also das sind manövrierbare Gegenstände, mit denen wir dann die Fahrzeuge rechnen. Und das wollen wir in dem Interface eben zusammenfassen. Und bei diesen manövrierbaren Gegenständen gibt es eben solche Befehle, um das zu steuern. Also man kann diesen Gegenstand, der das in dieser Interface eben implementiert, den kann man nach links steuern, nach rechts steuern, nach vorne. Man kann die rückwärts oder die Richtung umkehren und man kann die Geschwindigkeit setzen und diese auslesen. Und dadurch, dass man eben so ein allgemeines Interface verwendet, kann das jetzt für sehr viele verschiedene Dinge, die diese Interface-Klasse verwenden, einsetzen. Also man kann zum Beispiel so ein Fahrzeug oder ein Auto als manövrierbar
oder die als dieses Interface implementierend beschreiben. Man kann es von Boot machen und man kann es von U-Boot zum Beispiel machen. Eben alles, was eben diese Funktionalität manövrierbar gemäß dieser Interstelle, gemäß dieser Schnittstelle bereitstellt. Und der Vorteil ist dann, wenn wir jetzt eine Methode haben, die eben so beliebige Vehicles oder Verkehrsmittel oder bewegliche Gegenstände eben steuern soll, dann kann das dieser Methode egal sein, um warum es sich genau bei diesem Gegenstand, der gesteuert werden soll, handelt. Also, wir können dann zum Beispiel so eine Travel-Methode schreiben, die jetzt eben nicht nur für ein Auto gilt, sondern für beliebige manövrierbare Gegenstände. Also für so ein Vehicle, dann kann man die Geschwindigkeit draufsetzen, es vorwärts bewegen, links bewegen und dann die Geschwindigkeit wieder auf Null setzen. Und dieser Code, dieser Travel-Code, der wäre jetzt eben entkoppelt von dem konkreten zugrunde liegenden Fahrzeug. Also egal, ob es sich um Auto oder sonst was handelt, dieser Code funktioniert eben jetzt mit allen diesen Dingen. Und dadurch hat man eben eine höhere Wiederverwendbarkeit erreicht, weil dieser Travel-Code eben für ganz verschiedene Situationen verwendet werden kann. Und auch für Dinge, an die Sie vielleicht jetzt noch gar nicht gedacht haben, also wenn ihr in Zukunft noch andere Dinge dazukommen, vielleicht ein Flugzeug oder ein Fahrrad, eben noch als dieses Maneuverable Interface implementiert, dann funktioniert Ihre Travel-Methode trotzdem, weil eben nur Annahmen über das Interface und nicht über eine konkrete Implementierung gemacht werden. Also deshalb, um diese Entkopplung zu erreichen, Interfaces verwenden. Und wenn Sie solche Komponenten oder wenn Sie dieses Kompositionsprinzip verwenden, auch am besten Interfaces einfügen. Gut, soweit zu diesem Prinzip. Dann gibt es noch ein weiteres, das ist das letzte, was ich jetzt ein bisschen ausführlicher vorstellen möchte. Das nennt sich das Open-Closed Principle im Englischen, also offen-geschlossen Prinzip. Und was man darunter versteht, ist, dass das hört sich jetzt auch etwas vielleicht schwer verständlich beim ersten Durchlesen an. Softwarekomponenten sollen offen für Erweiterung sein, aber geschlossen für Änderung. Was kann man sich jetzt darunter vorstellen? Also offen für Erweiterung, geschlossen für Änderung. Also Erweiterung soll man irgendwie ermöglichen, aber Änderung ist irgendwie was, was hier jetzt nicht so gut sein soll, was man möglichst nicht erlauben oder so verwenden sollte. Okay, dieses geschlossen gegen Änderung, das kann man auch so verstehen, dass man sagt, dass Programmcode so entworfen werden sollte, dass man ihn möglichst danach nicht mehr ändern sollte. Das ist natürlich in der Realität etwas schwierig und wird auch nicht immer so der Fall sein, aber die Vorstellung, wenn Sie Code implementieren, sollte die sein, dass das was ist, was Sie möglichst danach nicht mehr verändern. Also klar, Fehlerbehebung oder sonstige Dinge, das machen Sie, das gehört immer noch dazu. Aber Funktionalität zum Beispiel sollten Sie nicht unbedingt dann im Nachhinein noch dazufügen, sondern dafür einen anderen Weg wählen. Und zwar, wenn Sie Erweiterungen dazufügen wollen, dann sollte es nicht innerhalb von einer bestehenden Klasse gemacht werden, sondern indem Sie eine neue Klasse anlegen und in der, also die entweder zum Beispiel von der alten Klasse ableiten, aber haben wir gesehen, ableiten ist häufig nichts Bestes, sondern Komposition verwenden. Also Sie sollten dann, wenn Sie neue Funktionalität hinzufügen, eine neue Klasse schreiben, wo die alte als Komponente drin enthalten ist. Okay, also wenn wir es nochmal genau anschauen, also dieses Open-Close-Prinzip bedeutet offen für Erweiterung. Also das bedeutet, Verhalten eines Moduls, also Klasse oder Klassensammlung, kann erweitert werden, um neue Funktionalität bereitzustellen. Das ist das Offene, also man kann so eine Klassensammlung erweitern um weitere Klassen. Geschlossen für Änderung bedeutet, dass sich der Source Code innerhalb eines Moduls, also Klasse zum Beispiel, nicht ändern darf. Warum nicht ändern? Weil eben Abhängigkeiten bestehen könnten zu diesem Code, die man möglichst eben nicht brechen sollte, indem man so eine Klasse die Implementierung verändert und dass eine Methode, die vorher vielleicht eine Sache gemacht hat, danach noch eine ganz neue Sache dazu macht. Also das wäre schlecht. Schauen wir uns dazu auch ein Beispiel an. Also Sie haben eine ganz einfache Methode, die soll einfach in einem, sagen wir, Online-Shop zum Beispiel, wenn jemand seinen Warenkorb fertig hat, den Gesamtpreis berechnen. Und dazu geht sie eben über die einzelnen Teile dieser Bestellung drüber,
Die werden hier in einem Array geliefert. Man kann auch, und bei dem Part handelt es sich im Normalfall auch wieder, wenn man schön objektorientiert programmiert, um ein Interface. Das heißt, da können ganz verschiedene Dinge dahinter stecken. Und dieses Part-Interface, das stellt uns eben zum Beispiel so eine Get-Price-Methode zur Verfügung. Also wir können auf jedem Objekt der Part-Klasse oder jedem Objekt, das das Part-Interface implementiert, den Preis bestimmen. Und um den Gesamtpreis zu bestimmen, gehen wir jetzt einfach in der Schleife über die ganzen Teile drüber und summieren den Preis auf. Okay, so weit, so gut. So, das sieht ja gar nicht schlecht aus. Also wir haben hier, dadurch, dass wir hier ein Interface verwenden, wir programmieren gegen Interfaces, nicht gegen Implementierungen. Also das sieht gut aus. Da haben wir dieses letzte Designprinzip damit realisiert. Also so weit, so gut. Aber jetzt nehmen wir an, jetzt kommt einen Änderungswunsch. Und zwar, sagen wir, die Betreiber von Ihrem Online-Shop, die kommen auf Sie zu und sagen, ja, wir wollen gerne erweiterte Funktionalität haben. Wir möchten die Preise anpassen können. Wir wollen für bestimmte Dinge, die wir verkaufen, wollen wir zum Beispiel vorübergehend einen höheren Preis verlangen können. Oder einen besonderen Preis. Und Sie sollen das jetzt implementieren. Und man könnte es dann zum Beispiel so machen, dass Sie sagen, ah ja, diese Preisberechnung, die findet ja in unserer Total Price-Methode statt. Und jetzt wollten dann eben die Ladenbesitzer irgendwie, das ist so ein Computerladen, dass die Motherboards um 20% verteuert werden und Speicher um 10% verteuert werden im Vergleich zum Basispreis. Dann könnte man das so berechnen. Also innerhalb von dieser Schleife prüfen wir jetzt eben ab, um was es sich handelt. Also wenn das Part, wenn es sich dabei um die Klasse Motherboard oder um die abgeleitete Klasse handelt, dann nehmen wir nicht den eigentlichen Preis, sondern multiplizieren den nochmal, nehmen 20% dazu. Genauso, wenn es sich um Speicher handelt, nehmen wir 10% dazu und ansonsten nehmen wir einfach den normalen gegebenen Preis hier. Gut, was halten Sie von dieser Implementierung? Die ist irgendwie nicht so toll, weil wir eben sehr konkret hier reinprogrammieren mussten, dass es sich um ein Motherboard handelt, dass da ein Enterprise 20% sein soll. Und wenn jetzt eine Woche später der Ladenbesitzer vielleicht wiederkommt und andere Gegenstände verteuert haben möchte, andere verbilligt oder die Motherboards wieder normal haben, müssen Sie jedes Mal in diesem Code wieder die Änderung vornehmen, um das eben wieder zu spiegeln. Also die Frage ist, entspricht es diesem Open-Close-Principle, also offen bezüglich Erweiterung, geschlossen bezüglich Modifikation? Eigentlich nicht. Also das, was wir hier gemacht haben, wir haben hier den Code modifiziert und die Funktionalität verändert und das ist was eigentlich nicht sein soll. Also der Code soll closed for modification sein. Also sowas sollte nicht passieren, dass man sowas macht. Also dieser Code erfüllt nicht dieses Open-Close-Principle und ist deshalb eben kein guter Programmierstil, sowas zu machen. Die Frage wäre jetzt dann, wie kann man sowas besser machen? Also wie könnte man das jetzt programmieren, dass man solche Preisänderungen zulässt, ohne hier in dieser Total-Price-Methode Änderungen immer neu implementieren zu müssen? Und eine Möglichkeit ist, dass man eben diese neue Funktionalität auslagert in eine eigene Klasse. Dass man sagt, ja, das ist für sich genommen ein neuer Aspekt der Preisberechnung und deshalb machen wir dazu eine neue Klasse. Und diese Extraklasse, die nennen wir Price Policy, also wie eben mit Preisen umzugehen ist, soll dann einen extra Aufschlag für bestimmte Dinge geben oder nicht. Und die verwenden wir dann zur Berechnung der speziellen Preise. Und wie sieht es dann aus? Also fangen wir vielleicht mal unten an mit der Price Policy. Die Price Policy, die enthält einfach einen Faktor, mit dem der Basispreis multipliziert wird. Und so eine Price Policy können wir initialisieren, indem wir eben diesen Faktor dem Konstruktor übergeben, der wird dann hier gespeichert. Und was sich dann ändert ist, wenn wir den Preis berechnen, also wenn wir hier so eine, hier haben wir auch wieder eine GetPrice-Methode, wenn wir die aufrufen, dann wird dieser Preis genommen und um diesen Faktor multipliziert. Also diese Price Policy hat eine Möglichkeit, eben diesen Faktor sich zu merken und drauf zu multiplizieren auf einen gegebenen Preis. Und wie sieht dann unser Part-Interface aus? Da gibt es jetzt zusätzlich außer dem Price gibt's noch so eine Price Policy bei den Parts. Dann gibt es eine Set Price Policy Methode, mit der wir eben sowas reinspeichern können in Price Policy.
Wir haben weiterhin dann diese Set-Price- und Get-Price-Methoden, um darauf zuzugreifen. Und das, was sich geändert hat, ist eben, dass jetzt diese Get-Price-Methode eine andere Methode aufruft oder eben diese Price-Policy verwendet und auf diese Price-Policy, oder mit Hilfe dieser Price-Policy den Preis berechnet. Also das heißt, wir haben jetzt diese Anpassungen oder diese speziellen Preisberechnungen ausgelagert in eine Klasse Price-Policy, und die wird entsprechend in unserer Klasse Part wird die verwendet. Das ist jetzt kein Interface mehr, sondern das ist eine Klasse jetzt geworden. Aber man sieht, hier ist diese Funktionalität GetPrice jetzt modifiziert. Und das Interessante daran ist, wenn wir uns jetzt nochmal den Code vom Anfang an anschauen, hier diese Preisberechnung hier, die kann jetzt unverändert so bleiben, wie sie war. Das heißt, wenn man die Parts eben entsprechend mit so einem, mit einer Price Policy versieht, dann funktioniert diese Total Price Methode genauso, wie sie eben ursprünglich war, und erfordert keine Änderung daran. Und das heißt, Sie haben jetzt eben die Funktionalität, eben in diesen, also das Open-Teil vom Open-Close Principle verwendet, also Open für Erweiterung. Das heißt, Sie haben hier eine Erweiterung hinzugefügt, diese Price Policy in einer extra Klasse, und mussten dadurch eben nicht den bestehenden Code verändern, diese Get, also diese Total Price Methode, die an einer anderen Stelle, in einer anderen Klasse auftritt. Okay, also Open for Extension, Closed for Modification. Gut, gibt es da gerade noch Fragen dazu? Auch nicht? Ja? Genau, Ihr Vorschlag wäre, dass man dieses Faktor direkt hier oben in Part mit reinnimmt. Ja, wäre eine Möglichkeit zu machen. Also generell sagt man, dass man, sagen wir so, verschiedene Funktionalitäten möglichst auf einzelne Klassen verteilen soll. Also deshalb, wenn Sie das irgendwie, sagen wir, konzeptionell raustrennen können und sagen, ja, Sie haben da eben so eine Price Policy, die Sie unter Umständen eben auch austauschen möchten, dann lagern Sie das besser in eine extra Klasse aus. Das ist, also ich sage mal, in der Praxis ist es häufig so ein bisschen nicht so klar in vielen Fällen, was die bessere Lösung ist. Da muss man auch ein bisschen einfach mit gesundem Menschenverstand dann rangehen. Also ich sag mal, in kleineren Fällen, da ist es, muss man nicht unbedingt jetzt solche Sachen auslagern. Also hier könnte man vielleicht dann auch diesen Price Factor drin lassen, weil dann hat man eben nochmal eine zusätzliche Klasse. Und wenn man das zu intensiv macht, dann bekommt man nachher eine unglaublich große Sammlung von Klassen, die dann auch nicht mehr übersichtlich ist dann. Aber wenn es sich eben um eine größere und komplexere Funktionalität hat, die Sie auslagern können in eine andere Klasse, dann sollte man das eher machen. Aber genau, das ist so ein bisschen auch eine Abwägung. Also das sind jetzt keine, diese Prinzipien nicht was, was man jetzt ganz stur in jedem Fall einhalten muss, sondern man hat auch einen gewissen Spielraum, um sich einfach zu überlegen, was ist der Sinn von diesem Prinzip, und trifft es in dem Fall jetzt noch zu, dass ich da das jetzt wirklich auslagern muss. Okay, also jetzt haben wir vier solche Designprinzipien uns angeschaut. Es gibt dann noch eine ganze Reihe von weiteren. Die werden Sie wahrscheinlich auch in Ihrem weiteren Studium noch genauer kennenlernen. Es gibt noch ein bisschen, noch zum Teil noch andere, die ich jetzt nicht erwähnt hatte. Fünf davon, die sind zusammengefasst unter dem Namen Solid, heißen die, also praktisch um stabile Programme zu erreichen. Und da gehören dann fünf Designprinzipien dazu. S-O-L-I-D, diese fünf, die so bezeichnet sind. Open-Close Principle hatten wir gerade gesehen, also Klassen sollten Erweiterung erlauben, ohne dabei ihr Verhalten zu verändern. Dann, was hier noch dazu kommt, ist dieses Single Responsibility Principle. Das geht ein bisschen auch in die Richtung von Ihrer Frage. Das sagt aus, jede Klasse sollte nur für eine Sache verantwortlich sein. Also, wenn, denken wir nochmal an das Beispiel ganz vom Anfang, eine Tabelle zum Beispiel, wenn die eben ihre Daten irgendwo herbekommen muss und andererseits irgendwie sich darstellen muss auf dem Bildschirm, sind es zwei verschiedene Aspekte der Funktionalität, und die sollten aufgetrennt werden in verschiedene Klassen, dass jede eben nur eine Verantwortung hat. Da wird der Code dadurch auch leichter wartbar. Genau. Open-Closed Principle, das geht in eine ähnliche Richtung, hatten wir schon gesehen. Dann gibt es noch dieses Liskov Substitution Principle von Barbara Liskov.
Das sagt aus, dass, ich lese gerade mal hier vor, eine Instanz einer abgeleiteten Klasse sollte sich so verhalten, dass jemand, der meint, ein Objekt der Basisklasse vor sich zu haben, nicht durch unerwartetes Verhalten überrascht wird. Also das heißt, wenn Sie in einer abgeleiteten Klasse Funktionalität überschreiben, dann muss diese Funktionalität sich so verhalten, wie das auch ein Objekt der Basisklasse, von einem Objekt der Basisklasse zu erwarten gewesen wäre. Und das ist das, der Hintergrund von diesem Substitutionsprinzip ist, dass eben jemand anders Programmcode schreiben kann, der einfach nur die Basisklasse kennt und nicht weiß, was da später noch an Ableitungen dazukommt. Und wenn jetzt Sie eine neue abgeleitete Klasse schreiben, die die Funktionalität ganz anders implementiert, dann kann eben das von diesem anderen Code, der die Basisklasse oder diese Klasse verwendet, kann dann der Code falsches Verhalten zeigen oder fehlerhaftes Verhalten. Das heißt, abgeleitete Objekte sollten sich so verhalten, dass sie eben zu dem erwarteten Verhalten der Basisklasse passen. Also das kann man auch noch formaler definieren. Das ist ursprünglich auch in einem etwas mathematischeren Kontext formuliert worden, aber das ist im Grunde genommen die Hauptfunktionalität oder der Hauptgedanken, der dahinter steckt. Und es gibt auch so ein Standardbeispiel, was Sie da immer wieder sehen. Wenn Sie das Beispiel, das hat mit grafischen Objekten zu tun. Also wenn Sie zum Beispiel solche grafischen Formen eben schreiben und eine Methode haben, die irgendwo anders ist, die Fläche von diesen Objekten berechnet und aufsummiert, und Sie haben eine Klasse für Rechtecke und leiten von dieser Klasse der Rechtecke eine Klasse Quadrat ab, dann ist eben die Frage, ist es erlaubt, von einem Rechteck ein Quadrat abzuleiten? Das heißt, verhält sich ein Quadrat immer so wie ein Rechteck? Und das kann eben nicht unter Umständen sein, dass das nicht der Fall ist. Also wenn Sie auf Ihrer Rechteckklasse Methoden haben, genau, suchen Sie ein bisschen gerade, also ich habe es nicht aufgeschrieben, deshalb müssen Sie versuchen, ein bisschen mitzudenken, also auf der Rechteckklasse haben Sie zwei Methoden, um die Breite und die Höhe zum Beispiel zu setzen. Und wenn Sie jetzt die entsprechenden Methoden auf einem Quadrat implementieren müssen, ist die Frage, wie machen Sie das? Wenn da jetzt zum Beispiel die Breite verändert wird, ändern Sie dann die Höhe mit ab? Oder kann das sein, dass es danach gar kein Quadrat mehr ist, wenn die Breite und Höhe sich unterscheiden? Also würden Sie im Normalfall eben gleichzeitig, wenn Sie eine Breitenänderung im Quadrat haben, auch die Höhe mit abändern. Aber das kann dann eben zu unerwartetem Verhalten führen, wenn Sie eben zum Beispiel so eine Flächenberechnungsmethode haben, die eben einfach über alle Objekte, Rechtecke, Quadrate, was auch immer, die Fläche zum Beispiel aufsummiert, dass dann eben unerwartetes Verhalten bei diesen Quadraten rauskommen kann. Okay, also das war jetzt nicht so, vielleicht nicht ganz nachvollziehbar. Ich würde Ihnen sonst vorschlagen, googeln Sie einfach nach dem Liskov Substitution Principle und Java, dann finden Sie sehr schnell so ein Beispiel mit Quadraten und Rechtecken und schauen Sie sich das mal durch. Da ist es sehr gut dran zu sehen. Dann gibt es noch ein anderes Prinzip, das Interface Segregation Principle, darum möchte ich jetzt nicht drauf eingehen, und das Dependency Inversion Principle. Das ist auch ein sehr verbreitetes Prinzip. Das würde ich aber auch hier aus der Vorlesung heute rauslassen. Das ist was, mit dem Sie bestimmt in Zukunft zum Beispiel in der Vorlesung zu Softwareentwicklung noch zu tun haben. Okay, aber Sie können sich die Begriffe schon mal merken, und wenn Sie Interesse daran haben, schlagen Sie es mal nach, was zum Beispiel dieses Dependency Inversion Principle ist. Das wird gerade im Bereich von größeren Softwareprojekten wird es sehr stark eingesetzt, und es gibt auch eigene Frameworks, die zum Beispiel praktisch Zusatzklassen, die für Java zur Verfügung stehen, die eben eine einfachere Programmierung dieses Dependency Inversion Principles oder es gibt noch eine stärkere Variante von Dependency Injection, nennt sich das dann, die das implementieren. Okay. Gut, ich möchte noch so einen kleinen Ausblick geben auf das, was in nächster Zeit oder in den nächsten Semestern auf Sie zukommt. Und das wird nächstes Semester die Vorlesung Softwaretechnik unter anderem sein. Und man kann sich das so vorstellen, dass es in dieser Vorlesung eher darum ging, eben die Programmiergrundlagen kennenzulernen oder Programmieren im Kleinen zu betreiben. Also nicht, wie gehen Sie jetzt an sehr große Programmierprojekte ran, sondern wie implementieren Sie eben kleinere Systeme oder kleinere Funktionalitäten innerhalb von einem großen System. Und
in der Softwaretechnik oder Software Engineering Vorlesung geht es dann eben darum, wie man mit diesen Methoden auch große Systeme entwickeln kann. Und da spielen Dinge eine Rolle wie diese Designprinzipien, die wir gerade uns schon angeschaut hatten. Und hier nochmal die Frage, reicht es aus, was wir bisher wissen, um große Systeme zu entwickeln? Es kommen noch weitere Aspekte dazu, die wir hier nur am Rande betrachtet hatten, als zum Beispiel die Wartbarkeit von einem System, wenn ein ganzes Team dran arbeitet, wie organisieren Sie das am besten, wie teilen Sie das auf, dass die Dinge zusammenpassen, was sind einzelne Rollen, die Sie Personen in so einem Team am besten zuschreiben, damit ein Projekt eben erfolgreich endet, wie teilen Sie ein größeres System in Komponenten auf, wie sieht insgesamt so ein Entwicklungsprozess aus oder was ist der Lebenszyklus von Software? Das sind Fragen, die Sie in der Softwaretechnik dann sich anschauen. Und man kann vielleicht auch noch sagen, also Software Engineering, da geht es darum, eben möglichst nach systematischen und messbaren Verfahren zu suchen, mit denen man gute Software entwickeln kann. Und vielleicht nicht nur entwickeln, sondern auch betreiben und unterhalten. Und das ist dann der Bereich von Software Engineering. Also man versucht, diesen Softwareentwicklungsprozess eben mit wissenschaftlich zu unterfüttern mit systematischen und messbaren Verfahren. Okay, damit bin ich fast am Ende der heutigen Vorlesung. Ich habe jetzt nur eine organisatorische Sache. Die Übungen sind ja so gut wie abgeschlossen, das heißt, die meisten von Ihnen müssten auch Ihre Punkte aus den Übungen haben. Falls das noch nicht der Fall sein sollte, dann melden Sie sich beim Assistenten Markus Iser. Ansonsten ist es so, dass Sie sich zu den Abschlussaufgaben, also die benoteten Aufgaben, für die Sie dann auch den Schein bekommen, den Sie für die Zwischenprüfung benötigen, die Anmeldung dazu ist bis nächsten Montag noch möglich. Also falls Sie sich bisher noch nicht für die Abschlussaufgaben angemeldet haben, machen Sie das bitte bis Montag. Dann die Termine für die beiden Abschlussaufgaben. Die erste Aufgabe wird auch nächsten Montag ausgegeben und kann dann über 4 Wochen bearbeitet werden. Die zweite Abschlussaufgabe wird dann 14 Tage später, am 3. März, ausgegeben und Sie haben auch wieder 4 Wochen Zeit, um die zu bearbeiten. Okay, also so viel zu den Terminen nochmal zur Erinnerung. Dann, was hatten wir alles an Java-Dingen nicht behandelt in der Vorlesung? Es gibt noch eine ganze Reihe von Java-Aspekten, die wir uns nicht angeschaut hatten. Threads ist eines, das ist auch was man mit Java relativ häufig sieht. Also da geht es um Nebenläufigkeit, paralleles Programmieren. Also wie können Sie ein Programm schreiben, das mehrere Dinge gleichzeitig macht? Und das typischerweise geht mir das so vor, dass man das eben in sogenannte Threads aufteilt, also so Programmfäden, die unabhängig voneinander Dinge berechnen können, aber auch miteinander kommunizieren. Das hatten wir uns nicht angeschaut. Wir hatten uns nicht die Remote Method Invocation angeschaut, also wie sie Client-Server-Systeme programmieren können, wo eben ein Teil ihrer Software lokal bei Ihnen läuft, ein anderer Teil irgendwo anders. Da gibt es die sogenannte Remote Method Invocation dazu. Also Sie können Methoden da auf einem entfernten anderen Rechner aufrufen. Wir hatten uns auch nicht mit Entwurfsmustern beschäftigt. Das ist ein Konzept, das ursprünglich an der Architektur angelehnt wurde. Und diese Design-Patterns, die ermöglichen eben auch ähnlich wie die Entwurfsprinzipien, die wir uns heute angeschaut hatten, bewährte Techniken immer wieder zu verwenden, die eben in diesen Entwurfsmustern festgelegt sind. Also wie gehe ich an ein bestimmtes Problem ran? Da gibt es dann zum Beispiel Factory-Patterns oder Facade-Patterns oder Decorator-Patterns, die eben in bestimmten häufig auftretenden Programmiersituationen Ihnen sagen, wie gehen Sie da am besten ran. Alles, was mit Grafik zu tun hat, hat man uns auch nicht detailliert angeschaut. Es gibt in Java eine ganze Reihe von eingebauten Schnittstellen für oder eingebaute Bibliotheken für grafische Schnittstellenprogrammierung. Wir haben uns nicht angeschaut, die sogenannten Java Beans. Das sind ähnliche Dinge wie Klassen, aber ein bisschen komplexer, die innerhalb von Java Enterprise Edition, also dieser Java EE, was für Unternehmensanwendungen häufig verwendet wird, eine Rolle spielen, werden uns auch nicht mit Sicherheitsaspekten von Java beschäftigt. Okay, also das sind alles Dinge, die Sie in Ihrem weiteren Studium in anderen Vorlesungen dann noch sehen werden.
Wie geht es für Sie jetzt weiter dann in den nächsten Semestern? Die Informatikstudenten, die werden, wie schon gesagt, im zweiten Semester Softwaretechnik als Vorlesung haben. Und im dritten Semester gibt es dann die Möglichkeit, das mal an einem größeren Teamprojekt auszuprobieren, was Sie bis dahin gelernt haben. Da kommt auf Sie die Praxis der Softwareentwicklung zu. Da werden Sie in 5er- bis 6er-Teams gemeinsam über ein Semester hinweg an einem größeren Programmierprojekt arbeiten. Das ist auch eine ganz interessante Sache. Falls Sie Interesse gefunden haben an Programmieren und jetzt gerne weiter Ihre Programmierkenntnisse noch weiterentwickeln wollen, dann haben Sie natürlich die Möglichkeit, das über Forschung zu machen. Wenn Sie aber auch privat sich noch ein bisschen was dazu anschauen wollen, kann ich Ihnen empfehlen, schauen Sie sich an, wie andere Leute programmieren. Schauen Sie sich gute Programme an. Also Sie können Java selber zum Beispiel nehmen. Sie können sich von Mozilla Foundation zum Beispiel große Programmpakete anschauen. Die sind sehr gut geschrieben. Lesen Sie Programme, schauen Sie, wie andere Programmierer, erfahrene Programmierer was umsetzen. Sie müssen auch selber Übung haben, deshalb schreiben Sie Programme, wenn es geht. Informationsquellen gibt es im Internet zu Programmierung auch mehr und mehr und immer bessere. Was ich Ihnen empfehlen kann, ist zum Beispiel diese Seite Stack Overflow. Wenn Sie irgendwelche Detailfragen haben zur Programmierung, da ist sehr, sehr viel zu finden mit guten Antworten. Die haben auch so ein Bewertungssystem, wo eben gute Antworten dann automatisch nach oben sortiert werden. Also das kann ich Ihnen empfehlen, wenn Sie Detailprogrammierprobleme haben, schauen Sie auf Stack Overflow rein. Und es gibt hier in Karlsruhe auch eine ganze Reihe von Veranstaltungen für Programmierinteressierte, zum Beispiel den Hackathon Karlsruhe. Das ist sowas ähnlich wie ein Programmiermarathon, wo über mehrere Tage und Nächte hindurch programmiert werden kann. Da finden sich auch Teams spontan zusammen, überlegen Sie sich, was Sie gerne programmieren würden und programmieren das dann über eine gewisse Zeit. Für 2014 sind noch keine Termine angekündigt, wann das stattfinden soll. Googeln Sie einfach mal nach diesen Begriffen hier, Hackathon Karlsruhe, dann finden Sie da was dazu, falls Sie an sowas Interesse haben. Gut, ansonsten sind wir damit am Ende dieser Vorlesung Programmieren angekommen. Ich wünsche Ihnen in Ihrem weiteren Studium viel Erfolg, natürlich auch jetzt bei den Abschlussaufgaben, die jetzt noch anstehen. Falls Sie die Programmierenübungen nicht bestanden haben, also die entscheidigt haben, können Sie das im nächsten Semester nachholen. Schauen Sie da auf die Vorlesungswebseite. Und ansonsten wünsche ich Ihnen für die Zukunft auch viel Spaß bei all Ihren Programmiertätigkeiten. Ja.